Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play God of War Ascension. In diesem Part sind wir in diesem Tempel. Ich glaube, das müsste der Tempel von Delphi sein. Wir haben beim letzten Mal diesen komischen Typen gesehen, der so seine Arbeiter ein bisschen miesfies behandelt. Und wir sind auf jeden Fall hier gelandet. Hatten auch dann so zwei ganz fiese, üble Gegner, die wir aber dann doch geschafft haben. Ich werde hier mal gucken. Ich glaube, die kann ich nämlich alle kaputt machen. Sekunde, ich muss mal meinen Kopfhörer etwas leiser stellen, sonst verstehe ich mich selbst irgendwie nicht. Sekunde, wo geht denn das hier? Perfekt. Genau. Ja, auf jeden Fall können wir hier alles noch kaputt machen, ein paar Orbs kriegen, was ja immer ganz gut ist. So. Und dann müssen wir auch ein kleines Rätsel wieder lösen. Moment, das geht wirklich nicht kaputt. Ich kann echt nur die Särge kaputt machen oder sowas hier. So. Da noch. Okay. Ja, wir müssen auf jeden Fall erst einmal irgendwas hier machen. Anscheinend, okay, der Punkt, der war dafür da, dass ich das hier schieben kann. Es sieht relativ logisch aus. Ich kann dadurch, wenn ich jetzt hier das hinschiebe, Sekunde, kann ich nämlich die Treppe hier hoch. Vorher geht das nämlich gar, die Leiter. Vorher geht das nämlich gar nicht. So, noch ein bisschen so schieben. Genau. So. Dann schauen wir mal. Diesen Part habe ich hier leider gar nicht mehr so gut in Erinnerung und ich hatte auch immer Probleme, von der Treppe runter, von der Leiter runterzukommen. Notiz des Propheten Kastor. Nach der göttlichen Vision des Orakels Aletheia haben sich alle Priester und Priesterinnen von Delphi ihre Aufgaben beim Propheten abzuholen. Okay. So ein bisschen lauter kann ich trotzdem mal wieder machen. So, schön. Das ist perfekt jetzt. Gut. Ja, so sah ja der Typ irgendwie aus. Also, oder so ähnlich, der die ganzen Arbeiter da angetrieben hat. Es soll ja auch die Statue von ihm gebaut werden oder irgendwie sowas. Was ja die Arbeiter nicht so schnell geschafft haben. Oh, Gefäß des heiligen Nebels. Dieser Feuerschal ist erloschen. Ohne Feuer fließt der heilige Nebel nicht. Ach so, geht klar. Hier kann ich nichts machen. Okay, aber den Hebel können wir betätigen. Oh, war das jetzt richtig? Ich habe oben noch nicht fertig geguckt. Moment, ich will nochmal nach oben. Mist, das geht nicht mehr. Naja, wir kommen später nochmal dahin. Aber ich wollte eigentlich oben noch gucken. Egal. So, hier können wir wieder ein bisschen was anschauen. Die Grabmale der verstorbenen Orakel. Ewige Ruhe für jene, die durch die Augen der Wahrheit gesehen haben. Möge ihr einziger Anblick nun der Frieden im Elysium sein. Ja, hier sind so verschiedene Orakel. Also es gibt nicht nur ein Orakel, es wird immer so eine Art Nachfolgerin oder ich weiß nicht, waren das jetzt immer Frauen? Ich glaube schon. Es wird immer eine Nachfolgerin gewählt, die dann natürlich die Rolle des Orakels übernimmt. Och nee, ich habe das in Erinnerung. Böse Sachen. Ich hoffe, ich kriege das noch halbwegs hin. Schauen wir mal. So. Moment. Oh mein Gott. Rennen, 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 rennen. Das habe ich damals nie so recht mit hingeschafft. Oh Gottes Willen. Das ist so ein kleines Spielchen ja mit ganz schnell rennen und springen und bla und was auch immer. Ich habe beim ersten Mal ja so oft verloren dabei. Oder beziehungsweise bin ich abgekratzt. So, schnell, 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 schnell. Wow. Ups. Oh, das war zu spät. Ja, wir sind tot. Wir sind tot. Mit dem Spartanertritt können sie bestimmte Gegner entwaffnen. Wie ging der denn? Spartanertritt. Muss ich nachher nochmal gucken. Irgendwo konnte man sich die ganzen Attacken und so weiter nochmal anschauen. Na gut, aber bisher ging es ja ganz gut. Das schaffen wir schon irgendwie. Lauf schon mal. Lauf, lauf, lauf. Hops, hops, hops. So, springen. Du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das, spring!
Das war knapp. Okay. Das nächste. Ich gehe ein kleines Stückchen weiter vor. So. Jetzt, 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 jetzt. Das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Komm, 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 komm. Yay! Okay, wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir noch ganz kurz warten, bis hier alles wieder in Ordnung ist. Oder nee, wir können schon raus. Das ist in Ordnung. Okay. Wir haben es geschafft. Yay. Wir haben eine Phönixfeder bekommen. Eine fehlt uns noch, bis wir dann unser Mana-Balken noch ein Stück größer ist. So, und ein paar Orbs kriegen wir auch wieder, die wir auch bald mal wieder aufrüsten können. Also in die Waffen oder was auch immer legen können. Ein zweites Gorgonenauge. Und hier haben wir nochmal Orbs. So, wie war das? 3089. Da werde ich hier auf jeden Fall einmal aufrüsten. So, 2000 Orbs. Ich werde jetzt aber die verbleibenden Punkte mal hier in das Schwert wieder reinstecken. Dass wir da auch mal ein bisschen weiterkommen. Gut, und weiter. Also hier seht ihr übrigens, wenn wir hier drauf landen, sind wir auf jeden Fall tot. Gut. Aber das hat ja ganz gut geklappt. Und jetzt sieht es aus, als ob wir gleich wieder kämpfen dürfen oder irgendwas passiert hier. Jedenfalls sind wir eingesperrt. So. Alles schön kaputt machen. Okay, das geht halt nicht. Da, 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 da. Okay, ab in Nebel. Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Ich bin tot. Toll. Ich wusste nicht, was ich machen soll. R1 gedrückt halten, am Haltepunkten schwingen, springen. Was springen? X zum richtigen. Was? X sieht zum richtigen Zeitpunkt ab. Springen Sie. Ach so, springen Sie zum richtigen Zeitpunkt ab. Also das X. Okay. War ein bisschen desorientiert. So, na gut, brauchen wir das Ganze nochmal. Also ab in Nebel. Dann rennen wir hier gleich mal vor. Jetzt können wir auch erstmal in den Gang dahinter gehen. Also wir haben gesehen, dass so ein bisschen was kaputt geht dabei. Hier kommt gleich wieder der Nebel raus. Diese Viecher sind dahinter gefangen. Das passt ganz gut. Die kommen aber gleich eh wieder frei. So, beeilen wir uns mal. Oh oh. Ach, verdammt nochmal. Zu früh abgesprungen. Oh Mann. Okay, okay. Ah, das ist in Ordnung. Lalalala. Oh, 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 oh. Ach so, ja klar. Wir können ja erstmal schauen, was es hier überhaupt gibt. Wir müssen ja nicht gleich den Nebel betätigen. Hier sehen wir soweit nichts. Hier ist eine Kiste mit Mana bzw. Heilung und ein paar Orbs. Ich glaube, die Kiste lasse ich erstmal noch da. Ach, was soll's. Komm. Na, nimm. Gut, okay. Entschuldigt die kurze Pause. Ich wollte noch schnell was schauen. Also wir können jetzt hier hintergehen. Und dort ist dann das Tor, was garantiert... Konnte ich das eigentlich anwählen? Jetzt bin ich einfach so schnell schon vorgerannt. Nee, das war, glaube ich, das Tor dahinter, was ich anwählen konnte. Hier können wir gar nichts machen. Also müssen wir jetzt nochmal, wie gesagt, zum Nebel und uns hier vorhangeln. So. Nebel, Nebel. Da ist er. Wow. Okay. Moment, Moment. Lasst mich in Frieden. Wow. Oh Gott, ich muss mich beeilen. Schnell, 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 schnell durch. Das war knapp. Ja, die habe ich jetzt einfach mal in Ruhe gelassen. Ich brauche die nicht. Juhu, wir haben es geschafft. Wir sind hier unten, wo wir ja vorhin schon die Sequenz hatten. Und wir müssen wieder kämpfen. R1, Gegner aus dem Boden ziehen. Okay, geht klar. Au, au, au. Ich muss mich natürlich trotzdem beeilen. Wow, komm her.
Ja, wir können Gegner aus dem Boden ziehen, aber gleichzeitig natürlich auch uns an Gegner hängen. Komm her. Da habe ich ihn. Super. Ja, das macht auch gleichzeitig ein bisschen Schaden, wenn wir den aus dem Boden gezogen haben. Beweg dich, Mensch. So. Ich frage mich gerade, ob hier Seelen wirklich gut ist oder ob ich lieber was anderes nehmen soll. Aber ich lasse das, glaube ich, erstmal. Komm her, dich kriege ich platt. Okay. Keine Ahnung, ob das so richtig war. Aber die Gegner gehen eigentlich. So schwer sind die jetzt nicht. Ich stelle mich nur, wie gesagt, etwas... Autsch, doof an. Ah, oh Gott. Ich stelle mich wirklich sehr doof an, glaube ich. Naja. Los. Weg, weg, weg. Ach, ich kann hier dieses komische Dingens machen. Wobei ich wahrscheinlich noch einmal aufrüsten muss, damit es geht. Los, komm, komm. Er ist doch fast hinüber. So, schön. Na komm. Und der noch. Dann haben wir's. Ich kann die Gegner leider gar nicht so gut erkennen. Das scheinen irgendwelche normalen Menschen zu sein in irgendwelchen Kutten. Und ihr habt gesehen, wenn die Sanduhr unten ist, geht diese Plattform nach unten. Das wird unser Ziel auch sein, dass diese Plattform nach unten gegeben, getragen, was auch immer wird. Und wir so gesehen diesem Typen da folgen können. Jetzt schaue ich natürlich erstmal, was ich hier machen muss. Da war irgendwie was, aber ich kann mich gerade so schlecht dran erinnern. Hier müsste eigentlich, dachte ich, was gewesen sein. Wer weiß. Gucken wir nochmal hier. Also wie gesagt, wir stellen uns hier drauf und die Plattform geht nach unten. Leider geht es dann natürlich wieder nach oben, wenn wir hier weg sind. So, jetzt stellt sich natürlich nur die Frage, wie kommen wir hier weiter? Hier kommt Nebel raus. Also sieht mal so aus. Gefäß des heiligen Nebels. Diese Feuerschale ist erloschen. Ohne Feuer fließt der heilige Nebel nicht. Geht klar. Aber wie habe ich das nochmal gemacht? Ich bin gerade echt ein bisschen überfragt. Ich dachte, ernsthaft? Ich bin doch mal hier irgendwo hochgeklettert oder so. So lange her. Oh mein Gott, ich weiß nicht, was ich machen soll. Scheiße. Ja, mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ach, Moment. Was sieht mein Auge dort? Okay, also wenn ich auf die Plattform gehe, geht das runter. Ist das jetzt hier oben geblieben? Jetzt will ich doch mal nachschauen. Ist anscheinend oben geblieben. Hier gibt es einen Hebel. Und hier kriegt man nochmal Heilung. Das ist schön. Das brauchen wir jetzt auch gerade. Und den Hebel betätigen wir gerade noch. Dann wird der Nebel aktiviert. Genau das, was wir eigentlich wollten. Hier können wir nichts machen. Aber es sieht mir nach einer Tür aus, die ich durch den Nebel zerstören kann. Deswegen werde ich das direkt mal machen. Ihr glaubt gar nicht, wie lange ich hier hing, um dieses blöde Rätsel zu lösen. Das war echt unglaublich. Da können wir auch was machen. Da. Okay, jetzt werden wir aber trotzdem erstmal hier hintergehen. Genau. Vielleicht schaffen wir es noch. Komm, 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 beeil dich, beeil dich. Na, das wird zu spät. Naja, dann gehe ich nochmal hier hin. Das war jetzt leider zu spät. Egal. Wir öffnen jetzt erstmal die Orbkiste wieder und dieses wahrscheinlich Phönixaugen-Ding. Nee, Goronauge. Okay, wer hätte das gedacht? Also, jetzt müssen wir natürlich wieder diesen Hebel, den Nebel betätigen. Und dann auf der linken Seite, wie gesagt, können wir was machen. Ich will aber erstmal gucken, ob wir jetzt dadurch auch diese Tür hier hinten zerstören können. Sieht mir aber nicht so aus, deswegen gehe ich gleich mal hier hin. So, okay, das haben wir erledigt. Ach, guck mal, hier ist eine Vase, die kann ich kaputt machen. So, okay. Ja.
Jetzt haben wir das auf jeden Fall geschafft. Moment, ich weiß. Ach, da. Gut, okay. Wir müssen auf jeden Fall hier hochkommen. Und von dort müssen wir dann etwas aktivieren. Leider ist das nicht ganz so einfach, wie man denken würde. Wir können uns jetzt erstmal hier rüber hangeln. Das werden wir auch machen. Oh, nein. Oh. Okay, wir werden uns gleich hier rüber hangeln. So. Ja, ja, da hing ich noch ein bisschen. Links geht's übrigens nicht lang. Ich kann hier echt nur rechts lang hangeln. Und wieder hier drauf. Gut. So, jetzt werde ich natürlich schön Schwung holen. Oh, ich wollte gerade sagen, hing ich doch tatsächlich schon wieder dort. Ja, wie gesagt, das Ding geht runter und die Plattform geht jetzt auch noch tiefer runter, als wenn wir nur normal draufstehen. Unser Ziel ist es halt, dass die Plattform runtergeht. Egal, erstmal machen wir hier noch so ein paar Sachen. Aletheia, das Orakel von Delphi. Mit Hilfe des Ouroboros-Amuletts und des heiligen Nebels von Delphi weist uns das Orakel den Weg mit göttlicher Wahrheit und Weisheit. War das gerade eben verschwommen? Wir gucken nochmal genauer hin. So, das ist das Orakel. Guti, dann machen wir hier noch ein bisschen... Nein, das wollte ich gar nicht. Weg. Dann machen wir hier noch ein bisschen was kaputt. Gerade diese Liegen geben eigentlich ziemlich gut Orbs. Ja. Obwohl es geht. Hab's besser in Erinnerung gehabt. Okay, was haben wir hier noch? Da haben wir einen Hebel. Hier geht's wieder runter. Sagt uns die Tür was? Versperrte Tür. Die Tür kann nicht geöffnet werden. Ach nee. Dann hier. Da, hey, da war was. Da war doch gerade was. Hier haben wir auch nochmal eine versperrte Tür, die nicht geöffnet werden kann. Oh, hier haben wir Orbs. 2000 Orbs, da können wir gleich sogar die Seelen des Hades aufrüsten. Gut, okay, wir betätigen mal den Hebel wieder. Dadurch öffnet sich diese Tür und die kennen wir ja auch schon. Da sind wir nämlich vor uns hochgekommen. Jetzt geht die Treppe runter und der Nebel wird betätigt. Guti. Jetzt erstmal die Orbs. So. Jetzt werde ich erstmal hier runter hüpfen. Hoppala, ach du meine Güte. Das habe ich gerade vergessen, ehrlich gesagt. Komm, 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 komm. So. Ist das Schild auf jeden Fall schon mal weg. Uiuiui. Das war gut. Au, verdammt. Er kommt trotzdem noch angehüpft. Ah, oh, das ist schlecht. Komm, R1. Den nehme ich mir mal, den Schild. Also wenn die Flügel leuchten, muss ich entweder rennen oder die angreifen, damit es mir nicht allzu schlecht dann geht. Komm, komm, komm. Yes, okay. Haben wir das schon mal? Jetzt nur noch diesen Minotauren. Und das war's auch schon. Das hatte ich ja schon zerstört, da geht nichts mehr. Okay, gut. Dann holen wir uns jetzt das Teil wieder. Hola, muss ja halten. Und jetzt müssen wir, da wir den ja jetzt nicht mehr zum Hochklettern brauchen... Das einfach in Feuer stellen. Eigentlich. Das kommt noch. Das kommt noch. Ja. Gehen wir wieder hoch. Hops, hops, hops. Na? Ach, das habe ich immer... Keine Ahnung, wieso habe ich so meine Probleme, dass ich das runterkriege. Aber jetzt gehe ich noch nicht dahin. Ich wollte ja erstmal hier hingucken. Was haben wir hier? Versperrte Tür. Achso, die kann ich wahrscheinlich nur durch den Nebel öffnen jetzt. Genau. Ah, ja, 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 ja. Okay, schnell, 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 schnell. Erstmal die Tür hier kaputt machen. So, wieder durch.
Ich glaube, das schaffe ich zeitlich nicht mehr. Ich muss jetzt noch mal warten. Okay. So, wieder der Nebel. Zipfe ich gleich hier runter. Und jetzt schieben wir... Komm, jetzt schieben wir das Teil einfach hier hin. Wir können uns ja auch mit draufstellen. Das ist ja kein Problem. Wir werden jetzt gleich hochgebracht. Und haben jetzt dadurch dieses Dingens, ja, oben. So. Hier lang. Den Nebel brauchen wir jetzt erstmal nicht. Deswegen nehme ich ein bisschen Abstand davon. Und jetzt können wir den nach draußen schieben. So, jetzt hatte ich damals auch geguckt, was mache ich jetzt mit diesem blöden Ding. Aber ich wusste einfach nicht, was. Es ist eigentlich ganz einfach. Man glaubt nicht dran, aber wir müssen es wirklich runterhauen. Oder war das so? Ich glaube, wir mussten es runterhauen. Ich mache das jetzt einfach mal. Bitte nicht zerstört sein. Gut, okay. Guti, dann haben wir das nämlich. Und können das hier rüberschieben. Ich schiebe mal von der anderen Seite am besten. So. Nicht durch den Nebel, den brauche ich jetzt nicht. Wo war das Teil? Hier. So, sehr schön. Das habe ich jetzt gemacht. Jetzt ist nämlich hier drüben die Tür auf und bleibt doch auf. So, warte, was haben wir hier? Da kann ich irgendwie nicht reinschauen. Da scheint doch nichts zu sein. Okay, wir haben hier wieder eine Notiz. Notiz des Propheten Castor. Das Orakel Aletheia hat gerade eine göttliche Vision und darf nicht gestört werden. Alle Suchenden und ihre Opfergaben dürfen nur dem Propheten vorgeführt werden. Gut, so läuft das also. Da. Und das ist jetzt bestimmt eine Phönixfeder. Genau. Jetzt haben wir endlich 5 Phönixfedern und kriegen wieder so ein Mana-Leiste so ein bisschen dazu. Magieverbesserung. Das war jetzt die vorletzte, also eine können wir noch kriegen. Gut, jetzt muss ich erstmal wieder überlegen, wie das war. Ich glaube, ja, doch, ich glaube, ich weiß ungefähr wieder wie. So. Brauchen das jetzt nicht mehr offen. Ist gerade noch schnell in den Nebel. Komm, 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 bevor der Nebel aufhört. Hops. Und schnell. Genau. Jetzt haben wir dadurch die Sanduhr zerstört und es bleibt ganz unten. Das heißt, wir können jetzt auch hier runterfahren. Ihr glaubt gar nicht, wie lange ich damals dafür gebraucht habe. Die Kammer des Orakels. Wir sind schon relativ weit, muss ich sagen. Oh, Aletheia wird das gesprochen, okay. Ich dachte Aletheia. Du forderst wirklich eine Audienz beim Orakel ohne Gaben mitzubringen? Kühn. Töricht, aber kühn. Obwohl, du musst einen guten Grund haben, mit solch einem Zeichen das Orakel aufzusuchen. Kehre zurück, wenn du bereit bist, Opfergaben zu erbringen. Ich kam, um das Orakel zu sehen. Und das werde ich jetzt auch tun. Ich hätte gerne deine Geschichte gehört, Krieger. Eine Schande, dass du dich der Vernunft verschließt. Entfernt ihn! Wir brauchen einen besseren Sklaven. Boah, das ist echt ekelhaft, ganz ehrlich. Wir dulden deine Vermessenheit nicht. Du wirst sie nicht sehen. Ich weiß nicht, so vom Aussehen her hat dieser Typ so ein bisschen was von Loki. Also von Thor halt. Kennt ihr ja bestimmt. Was ist los? Muss ich jetzt was machen? Ach so, ich muss... Ach, verstehe, okay. Okay, ich weiß. Ich hab's vergessen gehabt. Ich muss jetzt dummerweise in so einer ganz
blöden Sicht dem Typen hinterherrennen. Oh, das war zu früh, glaube ich. Hm. Ja, ja. Egal. Wir haben ja noch, zum Glück noch eine Chance. Mit, warte mal. Achso, ja, das sind die Elemente wechseln. Das habe ich ja schon, so im Kopf. Das wird einem ja erklärt. Gut, gut, gut. Nochmal. Diesmal werde ich nicht so früh abhüpfen. Oh, oh. Oh mein Gott. Ich dachte schon. Wow, wieso hüpfst du nicht, du Idiot? Wow, okay, das war knapp. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, gut. Das habe ich zu spät gesehen gehabt. Bleib hier. Oh, oh. Das habe ich jetzt so schlecht gesehen. Na, gehst du mal hoch? Oh, oh, nein. Nein. Oh, verdammt, zu spät. Zu spät, zu spät. Hat das wenigstens nochmal abgespeichert oder so? Oder muss ich ganz nochmal von vorne? Ich krieg das schon hin. Ich hab's ja schon mal geschafft. Ach, herrje. Ach, nö, echt jetzt? Na gut, na gut. So. Hüpf. Hüpf. Ist mir egal. Au. Oh. Ich glaube, man muss da so hängen. Keine Ahnung. Wow! Oh. Los, spring doch mal! Was ist denn das für ein hirnrissiger Idiot? Oh Mensch. Entschuldigt, irgendwie ist er jetzt gerade nicht gehüpft oder so. Ihr habt es ja gesehen, der hat sich hingebeugt, aber der hat nichts gemacht. Naja. Okay, okay. Kriegen wir schon hin, kriegen wir schon hin. Alles kein Problem. Deswegen werdet ihr bei mir nie Jump'n'Runs zu sehen bekommen. Das wird nämlich jedes Mal so enden. Und da bin ich nicht so gelassen wie jetzt gerade. Nee, nee, da bin ich dann echt, echt mies gelaunt und so. Wow. Hops. Hüpfen, sehr schön. Hops, geh doch mal. Los. Nicht, dass es wieder hier so ewig lange dauert. Ha, hab dich. Nein, du Sch... Ja, ja. Ja, ist halt so. Aber kann das nicht wenigstens zwischendurch mal irgendwie speichern, dass ich nicht von vorne dauernd rennen muss? Ah, ich hab's ja jetzt ungefähr schon hinbekommen. Ja, 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 ja. La, 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 la. Ein Spaziergang durch Delphi. Dein Wunsch, das Orakel zu sehen, wird dein Tod sein. Wieso? Was haben wir denn Böses gemacht? Ich will doch nur mal fragen gehen, was so abgeht. Ob das Orakel weiß, dass der so böse ist? Ich weiß, er kommt näher. Lass mich, ich kümmere mich um ihn. Komm hoch mit dir. Arroganter Narr. Oh, spring! Nein, du Sack! Oh, Hilfe! Okay. Okay. Alles in Ordnung. Meine Güte. Ich hasse Jump'n'Runs. Ich meine, okay, als Kind konnte ich echt gut Crash Bandicoot, aber das war wohl irgendwie, keine Ahnung, so eine Art Anfänger-Kinderglück oder sowas. Also ich bin echt nicht geschaffen für solche Spiele. Naja, aber immerhin. Habe ich ja jetzt den Rest hier so halbwegs auswendig im Kopf, wie ich... Was geht ab? Ach, halt die Klappe, Mensch. Alles wird gut. Alles wird gut. Naja, so viel
von diesen Einlagen haben wir ja zum Glück jetzt nicht. Hallo? Soll das jetzt ein Scherz sein? Ich glaube, die wollen mich verarschen. Kann sich nur noch um Stunden handeln, entschuldigt. Spring, du Sack. Meine Güte. Und jetzt wieder hüpfen. Dankeschön. Und nochmal hüpfen. Dankeschön. Nochmal hüpfen. Ich kann den Typen nicht mehr hören. Himmel. Jetzt muss es doch mal was werden. Ja, komm, komm, komm. Hops. Mach doch. Los, bevor das Ding fällt. Och, hallo. Soll das ein Scherz sein jetzt hier oder was? Mann. Ich dreh durch. Dieser fette Sack, der rührt sich nicht vom Fleck. Der hängt da nur an diesen blöden Klippen rum. Meine Güte. Kann ja nicht wahr sein. Okay, okay. Wenn er nicht will, dann muss er halt sterben. Das, wenn er nicht hören will, muss er fühlen und so, ne? Ja, ich weiß. Hast du schon ein paar Mal geschafft. So. Wieso macht er die schöne Treppe, diesen Übergang kaputt? Es ist doch verdammt zum Kotzen hier. Nee, er kommt nicht näher. Der hängt unten am Boden und ist total zermatscht. Mein Gott. Ob das immer gleich ist, egal was für einen Schwierigkeitsgrad man wählt? Also wenn das schon das Leichteste vom Leichtesten ist, will ich gar nicht wissen, wie das aussieht, wenn ich hier auf Höllenmodus oder sowas spiele. Das will ich gar nicht wissen, ganz ehrlich. So. Hüpf. Lauf. Spring. Spring. Hüpfen. Komm. Nein, beweg dich doch jetzt. So, hops. Kann er nicht angehen. So. Jetzt aber hier. Meine Fresse. Was soll das nur? Bitte speicher. Speicher, ich will nicht nochmal. Oh, bitte. Bitte mach. Speicher, Speicher, Speicher. Noch in unserem Tempel hast du nichts verloren. Du wirst das Orakel niemals sehen. Ah, das Orakel ist schon ein bisschen alt geworden. Bitte speichern. 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 Der ist aber ganz schön hartnäckig. Seine Hartnäckigkeit bringt ihm nichts als den Tod. Wieso speichert denn das nicht? Hallo? Ich hätte gern... Oh, dankeschön. Okay, Leute. Ich werde mich jetzt an dieser Stelle erst einmal... Oh, den Part beenden. Ich muss jetzt dann doch erstmal wieder Nerven sammeln. Oh Gott, ey. Also ehrlich, diese blöden Jump'n'Run-Einlagen, die passen mir mal gar nicht. Die kriege ich einfach nicht gebacken, ganz ehrlich. Ja, wir werden jetzt, wie gesagt, an dieser Stelle erstmal den Part beenden. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich wünsche auf jeden Fall viel Glück beim Gewinnspiel und natürlich demjenigen, der jetzt hier gewinnen wird, wird ja jetzt alles noch ausgelost und ja. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao, ciao. Hallo und willkommen zurück zu Let's Play God of War, dem Gewinnspiel. Dieses Mal gibt es wieder eine Frage und zwar möchte ich von euch wissen, was braucht das Orakel, jetzt hier im Spiel wurde direkt von Alethea gesprochen, beziehungsweise werden das die anderen Orakel auch alle gebraucht haben. Was brauchen die Orakel, um ihre Vision zu haben und die Wahrheit zu erkennen? Es gibt insgesamt zwei Antworten. Also ihr müsst beide nennen und ja, wer das richtig hat, bitte in die Kommentare schreiben. Dieses Mal stehen auch wieder drei Spiele zur Auswahl. Also das letzte Mal waren ja vier, diesmal sind wieder drei, so wie eigentlich auch üblich. Und zwar haben wir diesmal dabei Shatter, dann haben wir Defense Grid Gold und als drittes Serious Sam 3.
Wenn euch eins dieser Spiele interessiert, wie gesagt, macht mit, es ist alles kostenlos. Ihr solltet aber auf jeden Fall einen Steam-Account haben, beziehungsweise Steam auf dem Computer installiert haben und auch natürlich in der Lage sein, vom Computer her diese Spiele spielen zu können, weil mein Laptop selbst würde das ja gar nicht packen. Ja, auf jeden Fall hier noch kurz das Video, wer dieses Mal gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch dazu und bitte melde dich per PN, was du am liebsten für ein Spiel hättest von den letzten Malen. Und ja, ich werde dir dann, also am besten wäre, mich dann bei Steam hinzuzufügen. Ich habe das vorne auf der Startseite in meinem Kanal, sieht man meinen Steam-Kanal, beziehungsweise wie ich da heiße, am besten adden, dann kann ich dir das Spiel dann schicken und ja. Das war's dann auch schon. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.